Das war genau die richtige Entscheidung. Manchmal muss man für die aufstehen, die es nicht selber können. Ist Warren. So. Ist hier eigentlich auch eine Menge auf dem Parkplatz oder was ist das hier? Nix. Irgendwas Interessantes? Schon wieder Vermisstenposter. Meine Fresse. Die kann auch gar nicht so lange vermisst sein. Oh, was ist das für ein Schild? Sorry, Warren, ich muss hier mal kurz gucken gehen. I better go there soon to see if Joyce is still there. And eat shit and smoke. Hip and choke. Hippies? Hm. Können wir hier irgendwo ein Foto von machen? I don't have a car. Yet. Ich suche ja auch immer guten Grund für ein Foto. Who toilet papers a bike? Das ist eine gute Frage. Schon wieder ein Vermisstenposter. Was ist das denn für ein hässlicher Truck? Now this really pisses me ja, off. Das ist sowas. So entitled. Sowas sorry, ist. Handicapped folks. My truck needs these two spots more than you do. Das mag ich auch nicht. Also wer sich auch auf zwei Parkplätze stellt, beide Behindertenparkplätze, was für ein Idiot. Ist das denn ein Wohnwagen? Wer wohnt denn hier im Wohnwagen auf dem Schulgelände? That layer of dust is begging for my finger. Ah. Na komm. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. Ich mache ein Foto davon. I could use this picture for a series on Arcadia Bay Lots. Was ist das für ein Wohnmobil? Guckt euch das mal an. Oh. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, wie es da drin aussieht. Gucken wir nochmal in die Ecke rum. Vielleicht ist hier noch irgendwas drin. Oh, ein Hund. Ein Hund. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close. Cujo? Cujo. Was ein süßes. Süßes Hundchen. Süßes Hundchen. Ja, mit Hundis kriegt man mich immer. Was ist das? A new surveillance system. That's how it starts. Contact Security Officer David Madsen. Ich glaube, der war darin Before the Storm. Max, ich habe das, glaube ich, auch mal angezockt. Warrens Auto. Ich gucke erstmal kurz hier. Warrens Auto. Look at Warren in his way back machine. Ja, ich komme gleich. So, jetzt bin He's ich wirklich da, Warren. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. Oh, Mädel. No problem. Check out my new wheels. Cool. Du hast die Umarmung verpasst, verpennt. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time. 100 Kilometer entfernt. So am I. You okay? It's been one so typisch das große Amerika. In Deutschland werden 100 Kilometer mal eben zum Drive-in fahren. Fahre ich 8 Kilometer, da fahre ich mit dem Bus nach zum McDonald's oder sowas. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Ja, natürlich. Yeah, thanks. You had some cool shit on there. Twilight Zone. Twilight Zone. Ich liebe Twilight Zone. Besonders auch die alten. Cultural pirate, connoisseur. Wer sie noch nicht gesehen hat, muss sich mal wirklich die 50er Jahre Twilight Zone angucken. Also, lustig gemacht, vor allen Dingen die Blicke in die Zukunft. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Immer diese Anspielung Ouch, auf Twilight Zone. Faster Pussycat Kill Kill. No, I was impressed you had Faster Pussycat Kill Kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted.
need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max. Ihm traue ich. Warren traue ich. Der ist cool. Incredibly bizarre experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw. Now. Answer me, what are you talking bitch. About? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this Was shit. Was für ein Idiot. You don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass der so einige Psychiater hat. I could call the police. Do it. The Prescotts own the pigs here. Get away from her, dude. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal, or that whore Let in the go. Bathroom. Chloe. Max? Chloe? Ach, Chloe ist der Idiot mit dem no Nut Truck. You again. Oh, go, I got this. Get in, Max. Nein, nein. Get your punk asses out of there now. Don't even try to run. Nobody. Nobody. Ich glaube, das war ungünstig. Wieso hat sie ihn zurückgelassen? Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad. Das hätte sie doch zurückschrauben können und glad to see you. Verhindern. Aber manchmal verstehe ich die Situation dann nicht, warum man es da nicht kann. Aber die beiden sind cool. So what did that freak want with you? Ja, Entscheidung treffen. Hoffentlich nichts, keine Ahnung. Hoffentlich nichts. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah, must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Not after seeing you. Ich mag die kleinen Städte eigentlich ganz gern. Gut, man hat scheiß Internet. Man hat, man muss ewig überall hin. Mit dem Auto. Was hat sie jetzt gefragt? Nur für Mark Jefferson? Natürlich, natürlich. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Es tut mir leid. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Das ist wirklich traurig. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. Da hätte sich schon mal eher melden können. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Präzise. Ja, das stimmt. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max.
stimmt. War ihr Stiefvater nicht der hier Sicherheitshengst? Möchte gern Sheriff. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Trautes Heim, Unglück allein, ja. Meist so, ne? Looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step fearer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. So, wir müssen jetzt, wir sollen Musik auflegen. Wir gucken uns erstmal, gucken uns ein bisschen um. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. I wonder what Chloe keeps in here. Pictures. Steht sogar drauf. Look at that. Chloe and her dad were so close. Ist die Steckerleiste an oder aus? Einschalten. Hey, so ein Radio hatte ich auch mal. Ganz früher. Wir. Meine Mutter hatte, glaube ich, so eins. Oh, der gute alte Röhrenfernseher. Houston, we have the power. But we need to find a disc to play. She looks super happy. She looks super sad. She looks super stoned. Yeah. I think this junk swallowed her discs. Tja, heute würde man einfach Alexa sagen, ja? Is this a desk or a storage space? Darf ich nicht zu laut sagen. Sonst springt die Gute wieder an. So it was Chloe who printed all those flyers. We used to dare each other to climb down, but never did. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. What the fuck? Schriftliche Warnung, Strafzettel, Verstoß gegen die Parkordnung. Oh Mann. Cross solid white line. Sie gibt eine ganze Menge Geld für Strafzettel aus, glaube ich. Ah, eine CD. Hey, give me that. Sorry. I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Ich glaube, mehr als ein Freund. Habe ich das Gefühl. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles.
What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before ja, Rachel das left, denke ich auch. She said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, und wie die Sonne so auf die Gesichter scheint, finde ich immer wieder schön. Can you put on some music now? Ja, ich habe die CD ja schon. Geht gleich los. Ich muss mich nur erstmal noch ein bisschen mehr in deinem Zimmer umgucken. Weißt du? Das ist wichtig. Nothing but junk in this suitcase. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Hm. Chloe's dad built this dresser. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. This looks like a laundry bag. And it reeks like dirty laundry. Gross. Gross. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Da gehen wir also nicht dran. Oregon Coast. This postcard is from Rachel Amber. Also sie ist nicht tot. Sie ist nur abgehauen. Okay. We had such a blast drawing these together. Erstmal ein Joint. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. My step-ass keeps tools down in the garage. Alles klar. I bet you can find something to fix your camera. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Garage. Scheiße, ich könnte mich hier im ganzen Haus umgucken. Ach du Scheiße. Whoa, dark. I cannot see anything. Licht. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Ja. Of me. Die Farbe ist cool. I wonder if Chloe is taking those pills. Fluoxetin. I hope she's okay. Das sind, glaube ich, Antidepressiva oder auf jeden Fall irgendwas, irgendein Psychopharmaka ist das. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Oh. Da wir Strom sparen wollen, machen wir hier das Licht auch wieder aus. Acadia Bay. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Den Raum rein. Wir können das ganze Haus durchwühlen. Ach nein. Chloe's parents' room. Man, I'm nosy today. Act, react or die. A 21st century survival guide. Dog tags. Sweet. Er war Soldat. Oh Mann, ich wusste, woher ich ihn kenne.
Und er war Soldat. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Gucken wir mal, was sollen wir da tun können, um den Vogel zu retten? Das weiß ich nicht. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Das ist erstmal der Vogel im Schlafzimmer. Was ist das denn? Uh-oh. The prices are late on their bills. Ja. Das sieht krass aus. Überfällige Hypotheken. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Hat sie noch nicht bemerkt, dass das der Idiot ist? Joyce still works at the diner. Sag ich doch. And Chloe's dad is a security guard. David Madsen. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Oh. Joyce has a little shrine to William. Oh. Wir müssen gleich mal weitergucken. Weil hier können wir ja jetzt nicht. Also, dass man wirklich jeden Raum, fast jeden Raum hier betreten kann, finde ich schon heftig. Das ist schon krass. Was sind das für Bücher? Ich will ja auch nichts verlieren. Verpassen. Habt jetzt erstmal einen Vogel im Schlafzimmer. Hier kann ich nicht rein. Okay. Da ist Chloes Zimmer. Gehen wir mal runter. Ah, Security. Da steht's doch. Final Notice. Überfällig. Oh Mann. Das ist aber auch schon peinlich, dass das so riesig da drauf klebt. Dass das jeder sehen kann. Heftig. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Ja, ich bin gerade in seinem Haus. Mich mal hier irgendwie bequemer hinsetzen. So. So, vielleicht besser. Was ist das denn? Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Ah, Einkaufsliste. Müsli, Milch, Erdnuss, Butter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen, Toilettenpapier. Anscheinend ist Toilettenpapier gerade ganz wichtig, weil unterstrichen. Oh. I'd love to go to Paris too. At this rate, I haven't seen this place in 5 years. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Da ist die Garage. I should be able to find the tools I need here. Ich sehe schon, Passwort. Like it would help me find tools anyway. Warning, I don't dial 911. Ja, ja, klar.
Shit! Butterfingers. Können wir die auch so rausnehmen? Oh, das passiert schon wieder. Kann sie sich nicht dran erinnern, dass sie da vorsichtig sein muss? Meine Güte. Hätte sie doch vorher wissen müssen. Ich dachte, jetzt wäre sie vorsichtig und würde die Sachen einfach so runternehmen. Aber nein. Lässt es wieder runterfallen. Ja, das ist klar. Das ist Autowerkzeug. Das denn? What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Dann weiß der Typ auch, dass wir da drin waren, in den Räumen, oder? Warte mal. Should I switch this on? Decisions, decisions. Müssen wir da noch weiter gucken? Mal gucken. Im Schlafzimmer. Der hat uns gefilmt. Als wir da durchgewühlt haben. Das ist blöd. Das könnte unangenehm werden, je nachdem. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Ja, wo er die Kameras platzieren will, ist doch ganz klar. Wow. One of these guns is missing. Ich dachte, der läuft den ganzen... Ach nee, der hat ja gesagt, der hat so eine... einen Elektroschocker. Taser. Yes, score. Ob mir das gefällt, dass der so gut schießen kann? Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? Hab ich dir doch gesagt. You've gotta be shitting me. Oh, er war Soldat, sag ich doch. Vielleicht posttraumatisch belastet, vielleicht ist es Fluxetin auch seins. He wants to put surveillance cameras all over the school. How paranoid can you get? Nothing. This is so lame. Ja. Aber er hat seine Garage direkt am Wohnzimmer, aber gut, das gibt's vielleicht in Amerika häufiger. Ich hätte ihr eher zum Flur gelegt. It's not enough to kill you, they have to display your head. Oh. Also ein Prepper ist er scheinbar auch noch. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ja. Definitiv. Also nicht 100 Jahre, aber check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Was ist das hier? Ach. Doch, das mal wieder. Geht's also auch in die Garage. Okay, ich habe nichts gesagt. Man kommt also auch vom Flur in die Garage. Ich muss doch irgendwo hier ein Werkzeug sein, ne? Hier waren wir schon. Kann man nichts machen. Nix, nothing, nada. Hier habe ich auch schon reingeguckt, da habe ich reingeguckt. Ich will die Akten da oben gern sehen, aber dann müsste ich hier irgendwie diesen Fleck abdecken oder sie müsste vorsichtig die da runterholen. I wonder what's in those files up there. Ja, wüsste ich auch gern. Kannst du da nicht irgendwas machen? Wollen wir es nochmal versuchen? Ich versuch's nochmal. Ah, schon wieder, Mädel. Man. Always make them fall. Oder können wir da jetzt reingucken? Warte mal. Ah, warte. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her?
Okay, this is getting totally weird. Das ist sehr weird. Wir spulen das gleich zurück, wenn wir uns alles angesehen haben. I don't want to look at these creepy photos again. Why does David have them? So. Wir wissen von den Fotos und es ist nie passiert. Aber ich habe trotzdem noch keine Schraubendreher gefunden. I guess they're aging these books. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered, told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. I love that they have the same old answering machine. Okay. And there's a message. Ja, aber wo soll ich jetzt das Werkzeug herholen? Ich finde ja nichts. Ist hier noch? Kann ich da rein? Nein, da kann ich auch nicht rein. No need to go there now. Ach, wir müssen also doch noch irgendwas finden. Na gut. Die Suche geht weiter. Essen. Da ist nix. Das haben wir auch schon. Hier war ich doch schon 20 Mal drin. Den Laptop benutzen. Da würde ich gerne, den würde ich gerne noch benutzen. No password. Like it would help me find tools anyway. Ich kann es nicht anlocken. So, hier hatten wir auch schon gesucht. Da hatten wir gesucht, da hatten wir gesucht. Da oben ist doch noch was. Die sehen gut aus. Precision screwdrivers. Except I can't reach them. That was very smart, dumbass. No can reach. Let's see. The tools are stuck, out of reach, and no way in hell to get them. Brilliant, Max. Brilliant. Ich hab 'ne Idee. Ich hab 'ne Idee. So. Wir schieben der Karton darunter. Und jetzt schalten wir das Ding ein. Ja. Wir sind klug. So, ausmachen. Wollen ja Strom sparen. Und dann holen wir uns das Ding vor. Yes. Sehr schön. You have mad skills, Max. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Eigentlich ein hübsches kleines Häuschen, muss ich sagen. Ah, linke Maustaste. Ist eigentlich ein hübsches kleines Häuschen, was die haben hier. Hallo Chloe, ich bin zurück. Solche hatte ich auch mal, diese kleinen Präzisionsschraubendreher, die kenne ich. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Yeah. Now tell me the truth, Max. Yeah. Chloe, sag ich die Wahrheit. Hiding in the corner. Damn. You're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off.
I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see. Ja, verständlich. Ich meine. I don't blame you, Max. Like you said, it's been allein mit der Waffe. So you must have overheard our conversation. Ich bin ehrlich zu Chloe. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Hm. Don't trust him. Stimmt. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. Oh. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Feiern. Let's thrash this place. Los. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that phony white ass. Or take my picture with your new camera. Ein Foto wäre doch was Angebrachtes. Chloe. Foto. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Ja, los. Komm, Mädel. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop? Dude, the music's not even on. Asshole. Jetzt wird's richtig übersetzt. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in now. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in now. Das ist ganz cool. Also, das würde ich auch gern können. Oh, sorry. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. Ja, das habe ich bei ihm auch das Gefühl. One of my guns is missing. Hat sie sie doch? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait. Is that grass? You've been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. What the fuck? Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. Aber das war richtig. That's the last time. Ich meine, hätten wir jetzt gesagt, das ist unser Gras. Sie hat sowieso schon keinen guten Stand bei dem Typen. Chloe, someday you'll grow up.
Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. Siehst du? That's das meine ich. Believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. Sie dachte, es wäre schlimmer gekommen. Wir lassen das so.